Catherine, Hugues, Vivien, Roland, France. So, Catherine, Hugues und Vivien Roland aus Frankreich. Aus Toulouse und Reims. Auch sie erst 16 Jahre, er 22. Passen prima zusammen, die beiden. Und die haben sich auch eine prima Musik ausgesucht. Die Schwung vermittelt und Schwung in die Startkante bringt. Probleme beim dreifachen Tulup. Ja, die Musik war ein bisschen schneller als die beiden. Learning by doing, so nach dem Motto, läuft das Programm ab. Sie wirkt sehr enttäuscht, zufrieden dürfen können sie vermutlich auch nicht sein. Man nimmt sich viel vor, das ist ganz logisch. Aber das Paar ist definitiv ganz einfach noch nicht so weit. Nein, in ihrem ersten Jahr bei den Senioren, letzten Jahr gingen sie noch bei den Junioren an den Start. Müssen die beiden einfach noch Lehrgeld zahlen. Das sah man vor allen Dingen beim Dreifach-Tulup, der wollte es wirklich überhaupt nicht klappen, aber das muss man einfach den beiden zugestehen. 16 und 22 Jahre alt. Die beiden werden sicherlich noch einige Jahre international vor sich haben. Ja, jugendliche Frische kann dennoch nicht alles ausgleichen. Hier denn von mir angesprochene Tulup, gucken Sie auf beide zwischendurch. Probleme bei Vivien Roland und auch bei Catherine Hugues. Jetzt der dreifache Wurf, sage ich, oh ja, da hatte die Französin wirklich den Tiger im Tank und holte die Landung noch raus, verhinderte einen Sturz. Das war wirklich allererste athletische Sahne. Tja, aber trotz allem muss man summieren, zwei Fehler und ein Programm, das vielleicht noch ein wenig an Reife vermissen ließ und all das zusammen wird sicherlich verhindern, dass die beiden unter den ersten 10 mit dabei sein werden. Aber prima und gut für die beiden in jedem Fall, dass sie ein Weltklasse-Paar im Grunde immer vor Augen haben, mit dem sie täglich trainieren und dass ihnen immer wieder auch den Weg weist, sodass sie die Fixpunkte eigentlich immer wissen und ganz genau einschätzen können, wie weit ist denn der Weg noch bis dorthin, wo die Sache anfängt interessant zu werden, wo man
zur Weltklasse oder zumindest zur erweiterten europäischen Spitze gehört. Wir werden das an den Noten auch sehen. Berezhnaja, Shikarulitsyn natürlich, klar in Front, Zagorskaya, Sudik sind auch nicht zu holen, auch Verankova, Diabola, die Tschechinnen oder die Tschechen werden vor den beiden bleiben. Ja, und dann kommen die ersten Paare, da kann man diskutieren. Die Esten und die Georgier waren beide auch nicht überragt. In der Mitte, das ist Alain Spiegel. Das ist der ehemalige Vize-Weltmeister Stanislav Leonovic, ein Mann, der sicherlich Bescheid weiß und der die beiden sicherlich auch in höhere Regionen bringen kann. Aber momentan haben es befürchtet, sie leihen sich ganz hinten ein, noch hinter den Georgiern Filonenko und Chesnik. Denn zu Alain Spiegel kommen wir gleich. Genau, der ist der nächste Mann. Nicht auf dem Eis, sondern am Rande der Eisfläche, nämlich der Trainer der Geschwister Beständig. Ja, die Preisrichter demonstrieren Einigkeit. Neunmal der sechste Platz für die Franzosen. The next pair, the next competitors.